Willkommen zurück zu einem neuen Part. Pokémon Omega Rubin, Randomizer Nuzlocke. Ich habe das Team nicht trainiert. Wir werden einfach so jetzt mal in die Arena gehen. Ich hatte keine Lust zu trainieren. Ich will die Arena jetzt machen. Wird schon gut gehen. Wird schon keine Katastrophe werden. Wir haben ja ein paar starke Pokémon. Klick. Kann Elektroattacken. Ich sollte Wablo austauschen. Wenn Grimlock jetzt irgendwas Gutes gegen Klick machen könnte, hätte ich ihn reingeschickt. Aber der Durchbruch hier von Iroh, der wird, denke ich mal, reichen. Ja, so will ich das sehen. Eiswasser. Ich glaube, der kann nichts gegen Iroh machen. Nee, kann er auch nicht. Okay, cool. Ja, komm. Machen wir die Arena. Und dann können wir weiter in unserem Abenteuer. Guten Tag. Ich muss mal eben mein Handy anschließen. So, komm schon. So, perfekt. Somniam. Psycho. Wir können es mal ausprobieren. Mach mal einen Gesang. Vielleicht kriegt Wabli das ja besiegt. Wabli eigentlich ein unvorteilhafter Name. Sobald es sich entwickelt, ist Wabli irgendwie kein guter Name mehr. Aber egal. Es ist und bleibt unser kleines süßes Wabli. Welches einfach keinen Schaden macht. Mit keinem seiner Angriffe. Oh mein fucking Gott. Nein. Habe ich was dagegen? Gegen Vergiftung? Das kann ich einsetzen. Ernsthaft. Okay, sorry, so einen Kampf werde ich nicht führen. Dann werde ich den mit Wabli vielleicht bis zur Hälfte runterhauen und dann macht er Mondschein und ist wieder voll geheilt. Nein. Du Assi. Okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Attacke mehr Schaden machen wird. Psystrahl ist immer so eine gefährliche Sache, habe ich das Gefühl. Manchmal macht es viel Schaden, manchmal macht es wenig Schaden. Unberechenbar, der Angriff. So, die hat auch nur einen. Ernsthaft. Schläfer's mal ein. Dann schicken wir Grimlock raus. Der beißt einmal zu. Und die Sache ist erledigt.
Ist aufgewacht. Okay, wehrt die Attacke ab. Perfekt. Also ich denke mal, ich bin schon sehr gut für die Arena vorbereitet. Die vier Pokémon, die auf Level 20 und so sind, die reichen schon. Hippopotas. Kann Wabi halt auch nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass ich Wabli und Mampf austauschen werde später. Früher oder später werden die das Team wahrscheinlich verlassen. Was habt ihr die ganze Zeit mit eurem Gena? Ist ja ekelhaft. Warum wollt ihr meine Pokémon zum Schlafen bringen? Jurob. Okay, austauschen. Aurora-Strahl wäre fatal. Sagen wir mal so. Ja, oder ein Eissturm. Ja, trotzdem wirst du noch schneller sein als Jurob, oder? Ja. Solange Ubi nicht einfriert, ist alles gut. So, die Frage ist, mit welchem Pokémon fange ich an beim Arenaleiter? Oh ja, Psystrahl. Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. Eigentlich kann Konfusion weg, ne? Psystrahl ist ein besserer Angriff. Hallo? Du sollst da drauf. Okay. So, eben mal die Pokémon frisch machen. Boah, ich habe keine Heil-Items, ne? Ja gut, dann ist das so. So, wir fangen mit Uri an. Puh, dann wollen wir mal. Hat er 3 oder hat er 4? Ich glaube, eigentlich hat er Magnetilo, Voltenso und die Vorentwicklung. Ich glaube, er hat 3. Ich bin mir nicht sicher. Huch, wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst? Wahahaha, das ist ja mal ein Ding. Jetzt, wo der Umbau von Malvenfro City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleine Maschinerie zu bauen und mir mit Jungtrainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, Arenaleiter, bla bla bla. Okay. Dann zeig mal, was du kannst, Walter. Remoraid. Keine Gefahr. Ist okay, kleines Fischchen. Wir schauen uns jetzt mal den Psystrahl an. Boah, der haut rein. Der haut ja richtig rein. Rockheimann.
Unschön. Christo. Bodenunlicht ist der Gegner. Der wird wahrscheinlich mit einem Biss kommen. Oder er macht einfach gar nichts. Ey, finde ich auch gut. Branawarz. Oh. Cooles Pokémon, aber... Mit Christo hast du den falschen Gegner vor dir. Pflanze ist nämlich vierfach effektiv gegen ihn. Nein. Die Niederlage habe ich verdient. Nice. Jetzt können wir endlich weitergehen. Feuersäulen? Ich habe kein Feuer-Pokémon. Feuersäulen habe ich noch nie gehört. Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Boah, voll gut. Zertrümmerer. Mampf soll... Schnüffner vergessen. Wir machen aus ihm jetzt kurz mal einen VM-Sklaven, sag ich mal. Wabli. Gut, dann können wir weiter Richtung Norden gehen. Und da können wir gleich ein neues Pokémon fangen. Ich hoffe ja langsam mal, dass es ein Feuer-Pokémon ist. Feuersäulen. Was hatte ich noch? Hitzewelle, glaube ich. Wir haben ein paar coole Feuerangriffe. Wäre schon schön. Wäre natürlich schön, wenn es dann mein süßes Lieblingsfeuerriegel wird. Aber ich glaube, das Glück werde ich nicht haben. Auf zum nächsten Ziel. Was war das nächste Ziel noch gleich? Na, der Schlottberg. Konzentrier dich gefälligst ein bisschen. Ja, stimmt. Auf dem Berg müssen wir gegen die noch kämpfen. Aber bis dahin, das dauert ja noch einen kleinen Moment. So. Ja, Perle, schön. Ich muss auf die Karte gucken. Karte. Route 111. Hier haben wir schon was gefangen. Feuriger Pfad, Steilpass, Schlottberg. Adlava-Stadt 112. Das sind so... die Orte, wo wir wieder was fangen können. Ich muss mal eben Mampf nach hinten packen. Weil Mampf, ich weiß nicht. Ich fühle es immer noch nicht. Auch wenn Mampf wahrscheinlich ein gutes Pokémon ist, aber ich fühle es einfach nicht. So, was haben wir da? Du machst mal die Windhose. Ach, auf beide, okay. Und du machst den Grasmixer auch mal auf Milzer. Milzer ist, glaube ich, gefährlicher als... Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Komische Nagetier. Wablu macht einfach gar keinen Schaden.
Wehrt die Attacke ab? Ich glaub's nicht. Wie kann das sein, dass Wabli einfach so schwach ist? Machen noch mal einen Rankenhieb. Schützt der jetzt beide? Nein. Bitte kein Volltreffer. Okay, nice. Komm schon, Wabli, lern irgendwas. Kanon macht 60 Schaden. Wir machen den Fugienschlag weg. Au. Schaden, aber... Oh mein Gott. Ey, Wabli, ich gebe dir ja die ganze Zeit eine Chance, aber wenn du nicht langsam mal ablieferst, ey, tut mir leid, dann kann ich auch nichts machen. Du solltest mal langsam zeigen, dass du Teil dieses Teams sein willst. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, wenn ich hier Säuselstimme oder Windhose gegen das Drachen-Pokémon, dass das ein bisschen mehr Schaden macht, aber... Boah, das war ja gar nichts. Eigentlich habe ich gehofft, dass wir heute nach der Arena noch ein Pokémon fangen können, aber ich glaube, bis wir... feurige Fahrt oder so erreichen. Dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Und da ist ein Feuer-Pokémon und ich kann es nicht fangen. Ich glaub's ja nicht. Da wäre ein Feuer-Pokémon. Was haben wir da auf der Route eigentlich bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Wabli? Ne, Mampf war das, glaube ich, was wir da bekommen haben. Oh mein Gott. Okay, Wabli, zeig, was du kannst. Du schläferst ihn ein. Das ist schon mal sehr gut. Gute Taktik, Wabli. Und dann? Er schläft. Was machst du jetzt? Du singst ihm ein Lied. Mhm. Sehr fragwürdige Technik. Geh hin. Pick ihm die Augen aus. Boah, zum Glück schläft er die ganze Zeit. Er will anscheinend die ganze Zeit nur Teleport machen. Ist natürlich praktisch für uns. Free EP für ihn. Emolga. Schlecht. Elektroattacken verkraftet Wabli nicht so. Kann ich nicht auch einen Emolga kriegen?
Fände ich ganz cool. Er hat den Biss von Grimlock überlebt. Das soll ja schon was heißen. Level up. Solide Werte. Klar, im speziellen Bereich nicht so, aber Angriff, Verteidigung und so ist schon ganz cool. Für den Riesendino. Das hier ist schon Route 112. Das heißt, wir können da vorne im Hohen... Hör auf mit mir zu reden. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh. Ja, danke. Jetzt verschwinde. Ich will ins hohe Gras. Okay. Bitte, Spiel. Ich brauche ganz dringend ein Feuer-Pokémon. Komm schon. Okay. Okay. Ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Ja. Ich glaube nicht, dass ich es fangen kann. Aber wir probieren es mal. Es ist im roten Bereich, okay. Jetzt die Frage, schicke ich Wabli nochmal rein? Wir probieren's. Vielleicht kann Regigigas noch keine guten Angriffe. Dann schläfern wir was ein und dann versuchen wir es zu fangen. Ah nee, nicht Beutel. Hallo? Regigigas braucht immer ein bisschen, wegen seiner Fähigkeit. Wenn ein paar Runden vorbei sind, dann wird's richtig stark. Also es ist ein gutes, starkes, legendäres Pokémon. Aber es ist auch irgendwie auf der anderen Seite schwach. Ja, war klar. Die Trainer, die ich ausgelassen habe, können wir später immer noch mal machen. Ich will einfach jetzt gucken, ob ich vielleicht neue Teammitglieder kriege. Oh mein Gott. Okay, let's go. Fuck, ich wollte es eigentlich lesen. Regigigas. Gigigas. Gigiga. Stark. Stark. Vielleicht.
Vielleicht könnte man hier im hohen Gras sogar ein bisschen trainieren. Wenn hier wilde Regigigas rumrennen. Alter, willst du mich verarschen? Ich meine, so ein Regigigas ist schnell besiegt. Kriegt man sicherlich viele Erfahrung für. Ich habe Angst bekommen. Ich wusste nicht, was da gerade für eine Meldung kommt. Kam. Nicht, dass es auf einmal hieß, jo, Regigigas ist jetzt ready to fight. Und dann bringt der mich auf einmal um oder so. Wir tauschen mal eben. Boah, ich hasse es manchmal mit dem Fahrrad. So. Feuriger Pfad. Feuriger Pfad. Bitte sei deinem Namen treu. Du bist ein feuriger Pfad. Feuer, 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 komm schon. Leck mich doch. Aber Taurus ist cool. Biss. Taurus ist vielleicht sogar cooler als Regigigas. Müssen wir uns später mal angucken, was die so für Wesen haben. Wie die so drauf sind, die beiden. Ich glaube, einen Stampfer können wir noch machen. So. Yes. So, wie kann man Stier nennen? Wie kann man ein Stier nennen? Dieses Pokémon ist nur zufrieden, wenn es kämpfen kann. Wenn Taurus keine Gegner findet, sucht es sich robuste Bäume und haut sie um. Aha. Ein Stier. Damit wir so einen Namen auch mal in der Nuzlocke haben, nennen wir ihn einfach Herbert. So. Jetzt ist die Frage, kann ich mich einfach zurück teleportieren? Anscheinend nicht. Kann ich mich von hier irgendwie zurück teleportieren? Das ist gut, dass wir Teleport noch haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Teleport wirklich eingesetzt habe. So. Schauen wir uns den guten Freund doch mal an. Halbiert zeitweitig den Angriff und die Initiative. So. Wie lange wird das denn halbiert? Regigigas. Wirkt das Pokémon in den ersten 5 Runden.
Das heißt, 5 Runden muss man mit dem überleben. Dann wird sein Angriff, der relativ hoch ist mit 53, dann wird sein Angriff wieder normal und seine Initiative. Regigigas hat einen hohen Angriff. Okay, dich können wir schon komplett vergessen. Ein Wesen, was den Angriff senkt und den Spezialangriff erhöht, das ist schon Bullshit. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Pokémon dabei haben will. Was erst 5 Runden braucht, um in Fahrt zu kommen. Das ist ein bisschen... Ich meine, Regigigas ist geil. Und wenn die 5 Runden vorbei sind, dann haut der wahrscheinlich rein wie... wie ein Truck. Aber... puh. Schwierig. Aber gut, wir haben da oben ja noch ein paar... ein paar Gebiete, wo wir Pokémon fangen können. Und dann können wir ja mal gucken. So. An euch fahren wir erstmal vorbei. Hier fahren wir erstmal... ach komm, lass mich doch. Hier sind echt nur wilde Regigigas drinne. Da kommt man nicht lang. Das heißt, wir müssen durch die Höhle. Aber gut, die Höhle durchqueren wir im nächsten Part. Ich frage mich nur, wo wir dann auskommen. Den Steilpass, das hier erreichen wir doch eigentlich nur durch die Bimmelbahn da, oder? Ach, wahrscheinlich müssen wir erstmal hier hinten hin. Und dann kommen wir hier hin. Und dann kommen wir hier irgendwo in die Wüste. Und dann geht's hier weiter. Irgendwie so, glaube ich. Ja gut. Lassen wir uns im nächsten Part mal überraschen. Leute, das war's für heute. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich mal, bye bye.